Moin Leute, heute gibt es eine Review zum Film The Prom, der nämlich am 11.12.22 auf Netflix erscheint. Ja, ich habe ihn vorab gesehen und das ist wieder eine neue Folge Nerdcheck. Eine Truppe vom Glück verlassenen Broadway-Stars unterstützt eine lesbische Schülerin bei deren Coming-out. Sie wollen somit ihren Ruf wieder aufpolieren, was aber im konservativen Indiana für jede Menge Aufsehen sorgt. The Prom basiert auf jeden Fall auf dem gleichnamigen Stück. Das wurde von Matthew Slaw und Chad Berger-Lane umgesetzt. Hier führt aber Regie halt Ryan Murphy, den man natürlich zum Beispiel durch die Serie Glee kennt. Und sehr viele Stars sind am Start, also Schauspieler unter anderem wie Meryl Streep, wie Nicole Kidman und noch andere viele mehr. Ja, dieser Film geht 2 Stunden und 10 Minuten, hat eine Freigabe ab 6 und Drehbuch hat hier Bob Martin und auch der gleichnamige Chad Begelin gemacht. Ja, dann würde ich sagen, Leute, gehen wir erstmal zu der Story. So, kommen wir erstmal zum Punkt Story. Diese, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir nicht so gut gefallen. Also es fängt einfach an, dass die ganze Erzählstruktur natürlich vorlaufend ist, aber ich finde die sehr verwirrend. Also wenn man das Stück nicht kennt, dann ist das wirklich schwierig für einen Zuschauer da reinzusteigen, weil der rote Faden ist überhaupt nicht gegeben. Erst am Schluss wird es ein bisschen besser, so wirklich ab der Hälfte. Dann geht der Film ja auch noch 2 Stunden und 10 Minuten und eine richtige Stunde, sag ich mal, braucht der Film wirklich, um warm zu werden, und das ist einfach ein bisschen zu lange. Dann merkt man einfach, dass Ryan Murphy eher Autor und auf jeden Fall Produzent ist. Seine bekanntesten Sachen sind natürlich Glee und American Horror Story. Bis hin auf jeden Fall zu Eat, Pray, Love. Aber das merkt man einfach. Diese ganze Leitung des Films hat überhaupt nicht so richtig stattgefunden. Das war für ihn auch eher wohl das Regiefilmdebüt. Kleinere Sachen hat er mal gemacht, aber das merkt man auch bei den Drehbuchautoren an. Da haben wir zum Beispiel Bob Martin, der eher aus dem Serien- und TV-Fach kommt. Und Chad Berlin ist eher aus dem Broadway-Fach. Und man merkt einfach, dass es da große Probleme gegeben hat. Und für mich da wirklich die Story nicht immer ganz logisch war oder, sei mal, korrekt vom Pacing her oder von dem Storytelling. Und das hat mir manchmal nicht so gut gefallen. Das Thema nachher auf jeden Fall, der soziale Hintergrund, der Gleichberechtigung, natürlich gegen den homosexuellen Hass, sage ich mal, dass es natürlich immer noch homophobe Menschen gibt. Das ist einfach schlimm und ist wichtig, dass es natürlich sowas gibt. Natürlich blöderweise. Also, das ist einfach schlimm, dass es überhaupt so einen Hass auf Homosexualität gibt, dass man so konservativ ist. Und das ist genau wie mit dem Rassismus. Dafür gibt es natürlich solche Filme und das ist auch korrekt und das ist auch in Ordnung. Nur, da hat man zum Glück nicht vergeigt. Aber man brauchte echt eine Stunde überhaupt, um warm zu werden. Und das ist leider ein bisschen zu wenig, bis sie wirklich die Kurve am Schluss bekommen haben und auch, sag mal, den Zuschauer wirklich was Gutes vermittelt haben. Natürlich muss man hier auch ansprechen, es ist wirklich ein Star-Ensemble am Start, sehr gute Schauspieler. Ob die wirklich so gut geschauspielert haben, das sage ich euch nämlich jetzt. Auf jeden Fall haben wir erstmal Meryl Streep. Meryl Streep hat ja eine sehr große Rolle mit James Corden. Und sie spielt auf jeden Fall die egoistischen Broadway-Star. Also man glaubt ihr auf jeden Fall das und ich finde auch, dass sie sehr stark spielen. Ich habe da so ein bisschen gemischte Meinungen so ein bisschen vorab schon mal gelesen gehabt, aber ich lasse mich da auch nicht beeinflussen und muss auch einfach sagen, ich fand ihr Schauspiel eigentlich ganz gut gemacht, auch ihr Gesang, aber da komme ich ein bisschen später zu. Dann haben wir natürlich auch James Corden, der ja eigentlich ein Entertainer, halt Late-Talker ist und er hat ja halt einfach so ein bisschen ich habe das schon ein bisschen nachgelesen, in den USA wurde er ja richtig gehatet. Sein Gay-Face hat er aufgesetzt. Er ist ja sehr tuntig, sag ich mal. Fand ich aber auch gar nicht so schlecht. Er hat das eigentlich ganz gut gemacht. Vielleicht manchmal ein bisschen zu überspitzt, vielleicht ein bisschen overacting-mäßig. Aber ich fand's okay. Also ich fand, die beiden hatten eigentlich natürlich als Hauptdarsteller den wirklich guten Part und haben es auch bewiesen, was sie können. Also nochmal anzumerken ist natürlich auch nochmal Jo Ellen Pellman. Sie ist auf jeden Fall eine Newcomerin, hat auf jeden Fall sehr gut gesungen, hat auch den Film als, sag ich mal, Teenager, der ein Coming-out hat, gut, also es ist wirklich ein schwieriges Thema, sehr gut geschauspielert. Und da muss ich auch sagen, sie stillt jetzt nicht die Show, aber
Ich finde, Ryan Murphy wollte sie unbedingt haben. Ich habe das so ein bisschen nachgelesen als faktmäßig hier. Und da hat sie es wirklich gut hinbekommen. Und sie, da, ich glaube, ganz ehrlich, sie könnte was Großes werden, wenn sie mehr in diese Richtung geht. Dann haben wir natürlich, sag ich mal, auf jeden Fall noch andere Schauspieler. Nicole Kidman zum Beispiel. Die macht ihre Rolle eigentlich ganz gut, wenn sie da auf jeden Fall auf dem Bildschirm ist. Ja, und solide halt Keegan-Michael Key, Kerry Washington als konservative Elternteil, was halt ja den homophoben Pater einnimmt, ein bisschen Dampf reinbringt, sonst wäre es ja langweilig, sag ich mal, in diesem Film. Und natürlich Andrew Reynolds als Möchtegern-Schauspieler, der dann doch irgendwie was drauf hat. Also ich finde auf jeden Fall, der Schauspielcast kann sich sehen lassen, beweist auf jeden Fall, dass der, sag ich mal, solide ist, überdurchschnittlich und eigentlich auch so ein bisschen das Beste an den ganzen Film ist. Aber ein Musical ist natürlich nichts ohne Bild und Sound. Kann mich dieses Bild auf jeden Fall schnappen oder catchen? Ja, kann es. Also auf jeden Fall die Kameraführung, die ganzen Totalaufnahmen, die Nahaufnahmen, ne, diese Close-Ups, Detailaufnahmen. Also wenn es wirklich dazu kommt, dass die Stars aufgenommen werden, wenn es zum Gesang kommt, das sieht schon sehr geil aus, sehr bunt auf jeden Fall. Das Bild ist sehr immer poppig, bunt gemacht, sag ich mal. Passt aber auch, weil The Prom ist natürlich der Abschlussball, der ein bisschen nebensächlich ist, finde ich eigentlich. Ich hätte das eigentlich ein bisschen mehr gedacht, wo habe ich ganz vergessen, bei der Story zu sagen, dass er natürlich nicht so stark im Fokus ist. Aber gut. Das Color Grading finde ich, wie gesagt, nicht schlecht und auf jeden Fall die Kamera ist sehr geil. Also die Kamera ist wirklich sehr geil gemacht. Das hat aber auch den Grund, dass Matthew Liberatic sehr bekannt ist für Black Swan, auf jeden Fall auch für Requiem for a Dream, Geheimtipp auf jeden Fall, und A Star is Born. Der hat auf jeden Fall Erfahrung in solchen Sachen und ist ja nicht so, sag ich mal, Newcomer oder hat sein Debüt. Und natürlich die Filmmusik, die aber nicht immer so on point ist. Also sie passt auf jeden Fall, aber so richtig abholen konnte sie mich nicht. Ne, so das muss ich einfach ganz ehrlich sagen, die ist so lala. Die Tänze, die Tanzchoreografie, die sind ganz gut einstudiert, aber das passt einfach nicht zusammen. Also irgendwie hat mich das überhaupt nicht so berührt oder hat mich jetzt irgendwie gekriegt. Ihr seht schon, wo so ein bisschen die Reise hingeht. Der Score ist einfach von David Klotz, der natürlich mit Ratchet und Hollywood und American Horror Story und Stranger Things eigentlich auf jeden Fall einen ganz guten, sag mal, eine Filmografie hat. Aber da muss ich sagen, ist das so mit Matthew Sklar nicht so gut geworden. Es ist solide. Bis nicht mittelmäßig würde ich nicht sagen, aber auf jeden Fall so in dem Bereich. Das kann ich zum Bild, Sound und Tanzeinlagen sagen. Ja, dann kommen wir noch kurz zu den Locations. Die sind eigentlich ganz cool gemacht. Es spielt höchstens teils natürlich, sag mal, in California, in Kalifornien. Und da haben wir auf jeden Fall Santa Clarita, Chatsworth und im Orpheum Theater. Broadway wird auf jeden Fall da gedreht. Das sieht man noch, aber das wird nur ganz kurz angedeutet und gezeigt. Aber ansonsten ist es dann eben halt, wird es in diesen Indiana gespielt und in dieser Schule. Ja, viel halt natürlich dann nochmal in irgendwelchen, sag mal, Sporthallen, wo halt dann dieser Ball ist. Und ja, Kostüme fand ich ganz okay, ist halt sehr alltagstauglich. Wenn es um Musical-Einlagen kommen, sind sie halt sehr bunt gemacht, so paillettenmäßig und hier das. Also macht das auch eigentlich vernünftig gemacht, hergestellt und gezeigt. Und das reicht eigentlich oft. Mehr kann man da gar nicht sagen. Dann kommen wir auch ein bisschen zu meinem Fazit. Ihr merkt schon, wo die Reise ein bisschen hingeht bei The Prom. Da wäre viel, viel mehr drin gewesen. Viele haben auf jeden Fall eigentlich eher ihre Erfahrungen im TV-Serienbereich oder natürlich mit TV-Filmen erreicht. Und man merkt auf jeden Fall, dass da schon ein paar gute Namen bei sind. Klar, schauspielermäßig sind natürlich Hochkaräter dabei. Auch der Kameramann, der ist auf jeden Fall sehr gut. Und da kann man sagen, dass auf jeden Fall wirklich die Schauspieler, die Kamera, das Bild, der Score ist so natürlich so ein bisschen extra Abzug. Die Story kommt mich nicht so greifen. Da merkt ihr so auf jeden Fall, dass der Film nicht schlecht ist, aber dass es so wirklich, wenn ich zur Bewertung kommen würde, dann müsste ich sagen, The Prom ist auf jeden Fall eine 6 von 10. Mehr bekommt er nicht von mir. Leider hat die Story so ein bisschen verwirrende 10 und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Ich
bin auch nicht so der Musical-Fan, aber das muss man auch außen vor lassen. Mich haben auch schon andere Filme gecatcht, wie A Star Is Born und so weiter. Da ist es natürlich kein Musical, aber man muss nicht sagen, dass es nicht schlecht ist. Auf jeden Fall, guckt euch den an. Der ist jetzt hier dann, scheint dann ja morgen auf Netflix. Könnt ihr mal einen Kommentar reinschreiben, wie ihr den findet. Und ich würde sagen, Leute, ne, lasst gerne ein Abo hier, lasst gerne ein Like hier und bis dann und schauen, bam!